Eiche? Hast du dir Spaß gehabt? Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Ich bin's wieder, eure Fluffy. Ich habe mich ja so darüber gefreut, dass das bei euch gut angekommen ist mit der neuen Kamera. Ne? Und ich verspreche euch, ich werde mich da reinarbeiten, dass ich halt auch noch ein anderes Videoschnittprogramm mir aneigne. Ne? Ihr habt ja da schon einiges genannt. Ne? Schlacki hat mir auch eins gesagt, damit ich halt auch die neu gewonnene Qualität zu euch nach Hause bringen kann. Ne? Wobei, ne, ich denke halt, die meisten werden wahrscheinlich sowieso mit Handy gucken und ob das dann so einen großartigen Unterschied macht, ob du das jetzt in 1080p guckst oder in 2K oder 4K, das sei dahingestellt, aber ich werde mir Mühe geben, meine Lieben. Ne? Man wächst ja bekanntlich an seinen Aufgaben, ne? Und da bin ich doch auch bereit zu. Übung macht ja bekanntlich den Meister. Deshalb werde ich euch heute mal wieder so ein bisschen mitnehmen, ne? Und mal gucken, was wir so erleben. Ich habe jetzt gleich einen Termin zum Einkaufen. Dann erzähle ich euch da mal was drüber. Ich bin auf jeden Fall jetzt schon unterwegs, ne? Ich muss vorher noch an der Bank Tasterknaster abholen. Ne, sonst ist das nichts. Ich wollte für meine Mama noch ein Geschenk kaufen und ich wollte euch das hier zeigen. Ne? Die bauen hier Wohnungen. Wenn ich das sehe, ne, die Wohnungen, die werden bestimmt schön von innen. Aber diese ganzen Blöcke, ich zeige euch das mal gleich von der anderen Seite. Bei Instagram habe ich euch das auch schon ein paar Mal gezeigt. Das sieht hier aus wie Plattenbauten. Einer an den anderen. Das muss ich euch mal zeigen. Ich finde das ganz, 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 ganz schrecklich. So, an der anderen Seite angekommen. Sieht das Ganze dann so aus. Ein Block neben dem anderen. Klebe meinen Block. Oh Gott, Leute. Und da ist die Schwanenburg. So, und das wird hier ein Berufsbildungszentrum. Mein Blog. Und weil das Ganze hier irgendwo eine Dokumentation meines Lebens ist, dann gehört das auch dazu, was ich euch jetzt zeige. Das zeige ich euch jetzt ganz wertfrei. Ich habe mir jetzt schon mal den Mund-Nasen-Schutz ins Gesicht gepackt, weil ich gleich über das Bahnhofsgelände mit meinem Fahrrad fahre. Und sobald du das Bahnhofsgelände betrittst, egal ob mit dem Fahrrad oder zu Fuß, musst du den Mund-Nasen-Schutz tragen. Da wird nämlich patrouilliert vom Ordnungsamt und von der Polizei. Musst du tragen, sonst kriegst du ein Strafgeld. Ganz wertfrei, ne? Für die Nachwelt festgehalten. Die Dokumentation Fluffys Welt. Hätte mir das mal irgendwann einer erzählt, ne? Dass solche Sachen abgehen in unserem Leben. Immer den hätte ich für verrückt gehalten. Na? Den hätte ich wirklich für verrückt gehalten. Dass ich Termine machen muss zum Einkaufen. Dass ich über ein Bahnhofsgelände laufen muss. Mit einer Maske im Gesicht. Das sind Sachen, die sind Wahnsinn. Und dann muss ich euch dazu auch noch sagen, ne? Das soll jetzt... Keine Ahnung. Die Feuerwehr hat irgendwas. Weiß ich nicht, um was das geht. Ich erzähle euch gleich, was ich noch zu sagen habe. Wisst ihr, es geht mir nicht darum, irgendetwas zu kritisieren, nur um was zu meckern zu haben oder so, ne? Nee, glaubt mir, dafür, ne, ist die Sache einfach schon viel zu weit fortgeschritten und ich habe da auch überhaupt gar keinen Bock mehr drauf. Aber wisst ihr, was ich nicht verstehe? Ich muss mir Termine machen zum Schuhe kaufen zum Beispiel, wo ich dann eine Viertelstunde Zeit habe. Und dieses Schuhgeschäft befindet sich inmitten von so einem Supermarktgebäude, wo ich dann anschließend nach diesem Termin wieder mit hunderten anderen zusammen bin, die ich gerade beim Schuhkaufen nicht treffen durfte. Also das sind einfach Sachen, die erschließen sich mir nicht. Ne? Oder ne, ich mache mir einen Termin im Baumarkt, um da mein Abflussrohr und Wandfarbe zu kaufen und anschließend gehe ich dann im Gartencenter hier bei uns und kann mir da eine Vase kaufen und Blumen und Bäume
und da achtet keiner drauf. Das sind einfach Sachen, die finde ich unnötig. Finde ich wirklich unnötig und das verstehe ich einfach nicht, wo da der Sinn sein soll. Und das, was dem Ganzen dann noch die Krone aufsetzt, ist dann einfach der Fakt, dass du teilweise diese Termine online buchst, ne, übers Internet. Ne, da kannst du irgendeine E-Mail-Adresse angeben, was weiß ich, kusemuckel@gmail.com oder sowas. Dann wirst du halt einfach nur gefragt, wie du heißt, wo du wohnst, was deine Telefonnummer ist. Wer kontrolliert das denn? Ich kann doch angeben, ich bin Minnie Maus, Daisy Duck. Ne, ich meine, habe ich nicht getan für diejenigen, die das jetzt denken, aber ne, wisst ihr, wie ich meine? Das ist doch einfach schwachsinnig. Ja, dann gehe ich hin. Na, du kannst dann bei einigen Geschäften auch so vorbeikommen, wenn da gerade nicht genug Leute sind. Füllst du einfach eben einen Zettel aus, wo du drauf schreibst, wie du heißt, wo du wohnst, deine Telefonnummer. Mich hat erst ein einziger Laden nach meinem Ausweis gefragt. Ein einziger. Und alle anderen wollen einfach immer nur zum Beispiel die Bestätigungs-E-Mail sehen, dass du dir wirklich einen Termin gebucht hast. Ja. Super. Naja. Das sind einfach nur mal so ein paar Gedanken am Rande, die ich mit euch mal teilen wollte, ne? Und dass auf einmal Security-Männer, ja, vor irgendwelchen Einkaufsläden stehen, liebe Leute, ne? Das könnt ihr mir wirklich glauben, das ist nicht einfach nur aus Spaß. Das ist wirklich notwendig. Ne? Also das ist jetzt, glaube ich, 2 Tage her. Ne? Da hat mir noch jemand körperliche Gewalt angedroht. Ist wirklich wahr. Körperliche Gewalt. Auf der Arbeit. Ja. Und sie dann schlussendlich an toten Gegenständen ausgelassen, indem man da vorgetreten hat, wie so ein Irrer. Ne? Also, die Stimmung, die ist explosiv. Wirklich. So, Freunde, ich hab's geschafft. Ich bin wieder zu Hause angekommen von meinem Terminshopping. Das war allerdings jetzt auch das letzte Mal. Die haben mir gesagt, jetzt kann ich halt noch rein, weil ich halt diesen Termin gemacht habe und die das da noch nicht, veröffentlicht haben, aber beim nächsten Mal brauche ich, um da reinzugehen, halt auch diesen negativen Corona-Test. Und so leid mir das auch tut, ne, das Video sollte gar nicht in so eine negative Richtung gehen. Aber ne, wir kommen ja nicht da drum rum, ne? Ich habe immer schon alles ehrlich erzählt, wie es gewesen ist. Und das werde ich ja jetzt auch nicht anders machen, nur weil man damit in irgendeiner Art und Weise vielleicht anecken kann. Aber ich kann euch jetzt einfach dazu sagen, ne, ich unterstütze hier gerne den lokalen Einzelhandel. Ne, also was es irgendwie geht zu vermeiden, im Internet bestellen zu müssen, kaufe ich alles hier, ja, vor Ort. Und ich werde diese Corona-Teste nicht kaufen. Und ich werde die nicht machen. Ja, solange ich mich nicht in irgendeiner Art und Weise krank fühle, werde ich kein Geld da rein investieren, nur um irgendwo irgendwas einkaufen zu gehen. So leid es mir tut, ich werde die Sachen, die mir jetzt zum Beispiel noch für die Küche fehlen oder so, die werde ich mir jetzt bestellen. Die werde ich mir bestellen müssen und ich mache es dann auch, weil es geht halt nicht anders. Na, man muss ja halt einfach auch überlegen, es gibt vielleicht auch Menschen, die können sich das aus finanziellen Gründen gar nicht leisten, 5 Euro auszugeben, was so ein Test, glaube ich, kostet, um irgendwo hinzugehen. Na, also, irgendwo muss man mal die Kirche im Dorf lassen, finde ich. Das ist meine Meinung zu der ganzen Sache. Das Ganze, das geht jetzt über ein Jahr so. Und wenn man mich fragt, und das ist wirklich nur meine eigene Meinung, die ich jetzt hier äußere, wir müssen irgendwann mal wieder ein normales Leben finden, ja, mit oder ohne Virus, ja, ne? Das Leben muss einfach weitergehen. Das ist das, was ich dazu denke, ne? Und ich glaube, viele andere sehen das auch so.
und wünschen sich das. Es muss irgendwo, irgendwann mal weitergehen. Na? Und ich möchte irgendwie gar nicht daran denken, wenn das Ganze jetzt noch ein paar Jahre so geht. Oder ein paar Monate. Es reichen ja eigentlich nur noch ein paar Monate. Dann werden sehr viele Geschäfte aus den Innenstädten verschwinden. Oder überleg mal, die ganzen Kinder, die kriegen doch total einen weg. Es gibt, wenn man jetzt so kleine Kinder so sieht, die kennen ja gar keine fremden Menschen ohne Maske. Kann man sehen, wie man will. So, ne? Ich räume jetzt meine Einkäufe weg. Und dann werde ich mich mal ransetzen und gucken, ob ich irgendwo noch was gebacken kriege mit meinem Schnittprogramm da. Ne? So, ich wünsche euch was. Bis bald. Ciao, bleibt froh und gesund.